Na toll. Die Wurpelklinge. Macht zersch... Was? Macht zerschniffer schnück. Steht da. Macht zerschniffer schnück. Lasst sie tot zurück. Die Wurpelklinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Mhm. Okay. Oh. Jetzt ist das Skelett aber weg. Und wie wählen wir das jetzt aus? Haben wir dafür eine Taste? Ah, ja. What the fuck? Sie geht ja ab mit dem Ding, ey. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Sieht psycho aus, die Frau. Auf jeden Fall. Hier kriegen wir nochmal Zähne. Ja, das war nur die Sicht. Hier ist auch noch ein Schneckenhaus. Und, ach, die Rosenblätter sind unser Leben da oben. Sehr gut zu wissen. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen aufräumen hier. Die Schneckenhäuser kaputtmacherin, die böse. Alles meins, alles meins. Um jederzeit auszuweichen. Hässlich, eklig und böse, alles vereint in einem Monster. Tja, mies. Wie sie abgeht mit dem Messer, ist mal heftig. Meine Tüte, Alice, also ich bitte dich. Wie kann man denn nur so aggressiv sein? Dich als kleines Mädchen hätte ich ja nicht gedacht, dass du mit Messern rumspielst. Nichtsdestotrotz, ab in die Höhle hier. Was haben wir denn da in Erinnerung? Was haben wir denn hier? Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Müssen sie wohl, wenn man klein ist, scheinen sich anscheinend so Dinge sichtbar zu machen. Okay. Whee. Schade. Hm. Wo sind wir denn? La la la, ich habe ein Messer in der Hand. Drücke Leertaste zum Überspringen. Achso, ja. Wollen wir aber nicht. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste erneut während des Sprungs. Das wollen wir doch einfach mal ausprobieren, ob das auch so stimmt. Ja, stimmt. Schweben kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Oh, wow, wow. Fläschchen. Weiß zwar nicht, warum die Fläschchen da sind oder wozu sie gut sind, aber ich denke, darüber werden wir noch mehr erfahren im Laufe des Spiels. Oh, ich möchte den Zahn da haben. Hey, ich habe ihn selber bekommen, aber das ist ja noch einer. Den möchte ich haben, verdammt. Mist, egal, den lassen wir da. Ein Zahn, kommt es ja wohl nicht drauf an. Oder gibt es dafür auch Punkte? Ich bin ehrgeizig, Leute. Jetzt ganz im Ernst. Ich möchte diesen Zahn da haben. Oh, das war aber knapp, ey. Das war wirklich knapp.
So, was sehen wir denn da vorne? Eine Teestube? Tee kochen, das ist aber toll. Ein goldener Zahn ist wahrscheinlich viel, viel mehr wert als alles andere. Wer ist sie denn? Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Hat die ein großes Gesicht, ey. Was machst du denn da? Ich will da mitkochen. Hallo, mach mal Platz hier. Na gut. Dann nicht. Ja, jetzt haben wir eine Pfeffermühle. Die Pfeffermühle verleiht feinen Würze. Rüssel pikant in Nu. Wie geil ist das denn? Ah, ist ja hart. Jetzt können wir echt rumballern, oder was? Hammer. Oh, oh. Die Schraubelle. Mögen anscheinend Kinderkampf. Oh, überhitzt. Wir wurden gepikst. Ist ja mal geil gemacht, echt mit einer Pfeffermühle rumballern. Wer ist er denn? Achso. Achso, da ist wieder. Ach, das sind die Schweinenasen. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsel in den Zielmodus und schieße mit der Pfeffermühle auf die Schnauze. Ist die Schnauze voll gepfeffert, wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Echt epic hier. Das ist echt genial. Einsammeln. Ich hab ja so viel davon. Ups. Da sind auch noch die ganzen Symbole dran. Och Mensch, hat so Schluck auf hier, die kleine Süße. Hier ist ein Körbchen. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich schieß die. Ach, jetzt hat sie ihre Schweineschnauze. Hi, damit macht sie Essen? Ist ja eklig. Nichts! Ist ein Korbsymbol. Tja. Nach A nach B, ey.
besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Oh, wir haben eine Belohnung erhalten. Zerstöre den Herzogenkorb, um die Belohnung zu erhalten. Ah, alles klar. Es geht auch weiter. Whoopsi! Hüppeli! Wo sind wir denn jetzt? Da haben wir eine Schnauze, eine fliegende. Da hat Sachi gemacht. Und ich sehe gerade neue Gegner. Ich gehe nochmal trotzdem nach unten. Ich mag die Viecher irgendwie nicht. Da ist die Plattform. Tja, Leute, ich kann schießen im Gegensatz zu euch. Die Gegner sind down. Was haben wir denn da? Eine Schnauze! Hier kriegst du ein bisschen Pfeffer! Das ist echt genial, die Idee. Aber hier haben wir noch was. Huxi! Ohne Erinnerung. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Oh, lol. Na gut, dann nicht. Will nicht kaputt gehen.